Guten Tag, Herr Schulze. Schön, dass Sie da sind. Wir begrüßen Sie zum Interview des LSVD Sachsen mit Ihnen als OB-Kandidaten und haben so einige Fragen an Sie als möglicherweise zukünftiger Oberbürgermeister. Ja, erstmal hallo. Ja, genau, hallo. Ja, wir hoffen, dass Sie einen schönen Tag haben und dass auch ja, das Wochenende kurz vor der Tür ist. Sie sind natürlich jetzt sehr im Wahlkampf gefangen und wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Wollen noch ganz jetzt irgendwie einsteigen. Zuallererst die Frage: Wie möchten Sie als Oberbürgermeister allgemein die Vielfalt in Chemnitz stärken und wie würde das speziell für LSBDI aussehen? Also, ich habe ja auf einem meiner Plakate stehen, auf Augenhöhe. Und das meint, dass es für mich als ein künftiger Oberbürgermeister sehr wichtig ist, mit allen Chemnitzerinnen und Chemnitzern im Gespräch zu sein und im Gespräch zu bleiben, unabhängig vom beruflichen Hintergrund, vom Geschlecht, von der sexuellen Identität, weil ich glaube, es ist einfach wichtig, als Oberbürgermeister auch anfassbar zu sein und auf die Stimmen und Stimmungen zu hören. Und insofern ist natürlich die Ihre Community ein wichtiger Bestandteil, ja, wie viele andere Bestandteile auch. Und ich stelle mir da auch einen regelmäßigen Austausch vor. Was mir wichtig ist, dass wir als Stadt sozusagen ja, eine offene und tolerante Stadt sind, die auch verschiedene Lebensformen, Lebensweisen akzeptiert, die nebeneinander ohne Probleme leben können, so wie ich das auch jetzt im Alltag wahrnehme. Es gibt eben nicht die richtige oder die falsche. Ich will insgesamt weg von diesen Schubladen denken. Ne? Da gibt es ja in vielerlei Punkten, dass man sagt, das ist richtig, das ist falsch und so weiter. Sondern es gibt da ganz viele bunte Zwischentöne. Und Vielfalt zu stärken, ist vor allen Dingen auch eine Frage, denke ich, von Meinung und Haltung. Und ein Oberbürgermeister kann, muss und soll da auch vorangehen und klar sagen, was geht und was akzeptiert ist in der Gesellschaft und was nicht. Das hat auch eine gewisse Vorbildwirkung und dem würde ich mich auch stellen. Okay, schön. Der Landesaktionsplan zur Akzeptanz der Vielfalt von Lebensentwürfen besteht seit 4 Jahren. Wie möchten Sie diesen in Chemnitz weiter umsetzen? Der Aktionsplan ist tatsächlich maßgeblich mit, auch auf Betreiben der SPD mit implementiert worden. Frau Köpping war ja auch entsprechende Ministerin in der vergangenen Legislatur und hat das persönlich auch mit, denke ich mal, vorangetrieben. Wir kennen uns sehr gut und ich weiß, dass sie da auch ein Stück weit an Herzblut dran hat, dass wir das auch schaffen. Ich denke, wichtige Dinge sind, dass die Beratungsangebote, sag mal, ausgebaut werden und dass die entsprechend auch eine Förderung und Finanzierung bekommen. Ja, und dass die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, sage ich mal, wie es für verschiedenste Aktionsgruppen gedacht ist, auch für ihre Community sozusagen sichergestellt worden ist. Da ist natürlich vor allen Dingen das Land auch in der Pflicht, gewisse Rahmenbedingungen zu setzen. Und das haben wir hier auch in der Kommune mit Beratungsstellen, mit Informationsangeboten, mit Zuschüssen auch umzusetzen. Das würde ich auch gerne weiterführen. Schön. Derzeit erfahren viele LSPD auch leider in Chemnitz also haben Erlebnisse aus menschenfeindlichen Motiven halt. Vorletzte Woche wurde zum Beispiel einer unserer Praktikanten mit Obst beworfen und von Jugendlichen beschimpft. Das waren jetzt verschiedenste Jugendliche eben. Und wie kann sich Ihrer Meinung nach die Sicherheitssituation in Chemnitz verbessern und eben halt auch für diese Zielgruppe vor allem, ja, insbesondere auch im Hinblick auf LSPD-Geflüchtete und die Einrichtung zum Beispiel auch von Schutzräumen? Was können Sie sich vorstellen? Also ich kann nachvollziehen, dass das eine schwierige Entwicklung ist. Das kann man natürlich nicht vergleichen. Allerdings merke auch ich jetzt manchmal im Wahlkampf, wie Personen, ich sage es mal, übergriffig werden, ne? Die gar nicht mich kennen oder, sage ich mal, mit mir gesprochen haben, aber trotzdem der Meinung sind, über mich urteilen zu können. Und ich könnte mir vorstellen, in einer vergleichbaren Situation fühlen Sie sich ab und zu mal. Insofern ist das immer sehr, sehr unangenehm. Und ich glaube, wir müssen da klar Haltung zeigen und sowas auch, sagen wir mal, benennen und aufdecken. Und auch ein Oberbürgermeister kann damit ein Zeichen setzen und dann auch Solidarität zeigen mit diesen Betroffenen, ob man sie mal einlädt oder auch dorthin geht. Wir müssen ganz klar sagen, dass sowas natürlich auch der Stadt, ein Ansehen der Stadt schadet, denn eine weltoffene Stadt ist Voraussetzung, gerade wenn wir jetzt über Zukunft denken, über Zuzug, über Fachkräfte, die gucken, wo es dahin geht.
Und Schutzräume könnten eine Option sein. Ich persönlich bin jetzt nicht ganz so im Thema, wie weit wir das in Chemnitz schon haben. Aber wir haben ja für andere Personengruppen auch Schutzräume, insbesondere vor Gewalt. Insofern ist das eine Art, ich sage mal, geübte Praxis. Und das im Zweifel auch nochmal auf andere Personengruppen auszuweiten, ist durchaus vorstellbar aus meiner Sicht. Okay. Okay. Bei der Polizei gibt es mittlerweile Ansprechpartner für LSPDI, das sind dann die sogenannten Oberschutzbeauftragten. Und in der Stadtverwaltung gibt es, es ist ja dann die Frau Hamann, die das aber bisher im Nebenamt macht, auch eine solche Funktion. Können Sie sich vorstellen, dafür ein hauptamtlicher Ansprechpartnerin, ja, also so eine Funktion, so eine Position zu schaffen? Wäre das nach Ihrer Meinung nach denkbar? Also ich bin jetzt nicht so ein Freund, der für jedes Thema einen Beauftragten oder Koordinator schafft, weil ich glaube auch, dass es zum Teil ja auch Querschnittsaufgaben sind. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Thema, wie es jetzt schon auch angedacht war, mit anderen, sagen wir mal, beauftragten Tätigkeiten kombiniert wird. Wir stehen ja gerade kurz davor, auch das Thema der Gleichstellungsbeauftragten nochmal neu zu strukturieren, neu zu wählen. Das wäre eine gute Chance, das vielleicht auch nochmal neu zu denken. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir einen extra Beauftragten brauchen, aber auch das ist, glaube ich, eine Frage der Haltung innerhalb der Stadtverwaltung, dass derjenige oder diejenige, der diese Aufgabe dann noch mit übernimmt, auch als Querschnittsfunktion in die Ämter mitwirkt. Und da ist, glaube ich, auch ganz viel Aufklärung erforderlich. Da gibt es Ämter vielleicht auch im Sozialamt, im Jugendamt, die da schon sehr tiefgehend drin sind und andere, die damit nichts zu tun haben. Und da ist Wissen und Aufklärung, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Und in der Verwaltung, so wie ich sie kenne, spielt auch eine Rolle, ob von der politischen Führungsspitze das gewollt und vorgelebt wird oder nicht. Und das wäre eine Aufgabe von Oberbürgermeister. Okay. Auch mit Blick auf die Bewerbung als Kulturhauptstadt, welche Konzepte und Maßnahmen planen Sie, um Chemnitz als Arbeitsort, Lebensort attraktiver zu machen und insbesondere eben halt auch für Minderheiten und LSBTI? So, das, ja, weil unsere Projekte haben wir auch mit eingebracht, wir wollen dazu einen großen Beitrag leisten und freuen uns natürlich, wenn Chemnitz dann ja sein Profil in dieser Hinsicht als diversitätsorientierte Stadt stärken kann. Also ich glaube erstmal, dass die Kulturhauptstadtbewerbung eine große Chance für unsere Stadt ist. Erstmal, da der Fokus dann von Europa, demnach für dieses Projekt, auf Chemnitz gerichtet ist, mit durchaus auch sehr vielen positiven, auch wirtschaftlichen Aspekten, die da hintereinander mitkommen können. Voraussetzung ist, dass wir auch eine Willkommenskultur haben, dass die Leute auch kommen und sich sicher fühlen. Und das wird eine Aufgabe sein. Ansonsten ist der Titel nichts wert, wenn sich niemand traut, hier nach Chemnitz zu kommen. Und das heißt, ein Gefühl, ein Klima zu schaffen, dass man mit Gästen, woher auch sie kommen, ganz souverän und ganz normal umgehen kann. Ich glaube, das schaffen wir vielmals schon. Und dort, wo es nicht funktioniert, muss man klar sagen, dass das dem Ansehen unserer Stadt schadet. Und auch die Leute, die das tun und die das vertreten, dass die dieser Stadt schaden. Und zwar nicht nur in kleinen Themen, sondern am Ende hat das auch ganz profane wirtschaftliche und strukturelle Auswirkungen, weil sich Firmen am Ende nicht ansiedeln, wenn sie kein Willkommensklima haben. Und das ist eine europäische Kulturhauptstadt, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und da gilt es auch, eine ganze Reihe von Kommunikationsmaßnahmen zu ergreifen. Und das, was Sie gesagt haben in Ihren Projekten, ist, glaube ich, auch eine große Chance, da ja Ihre Thematiken und Ihre Themen am besten über die Projekte auch an die, ich sage mal, breitere Bevölkerung ranbekommen. Und wenn ich jetzt mich zurückerinnere an vor ein paar Wochen, als der CSD im Stadtteilpark stattgefunden hat, ne? Es ist ja ein Ereignis in der Mitte der Stadt, wo auch die Leute vorbeigehen und sich eine Meinung dazu bilden und dazugucken. Und das ist, glaube ich, das Richtige, ne? Sich nicht zu verstecken, sondern zentral zu zeigen und zu sagen, jeder wird nach seiner Versorgung glücklich und es ist überhaupt nicht schlimm und wir beeinträchtigen euer Leben auch überhaupt nicht. Das ist eine wichtige Botschaft, glaube ich. Jeder hat das Recht, auch nach seiner Art das Leben zu gestalten, sofern er andere nicht beeinträchtigt. Und gerade die jetzt von Ihnen auch genannt worden sind, die Sie zum Teil auch attackieren, die beeinträchtigen ja das Leben anderer. Ne? Und insofern halte ich das für ein Thema, was wir auch ganz klar ablehnen müssen. Jetzt noch etwas andere Frage. Es gibt in Chemnitz auch Organisationen in der Kinder- und Jugendarbeit, die sich der sogenannten Lebensschutzerszene zurechnen. Und
leider in der Vergangenheit auch hier in Chemnitz junge LSBTI im Sinne der traditionellen Geschlechterordnung prägen wollten. Würden Sie der generellen Förderung eines solchen Vereins zustimmen, wenn solche Vorfälle in der Vergangenheit nachgewiesen wurden und zumindest die Gefahr besteht, dass das jetzt wieder passieren kann? Man muss dann unterscheiden, ist es jetzt, sage ich mal, eine Ideologie-Philosophie, die der Verein prägt, oder aber ist es einzelne Personen, die das tun? Das muss man, glaube ich, unterscheiden. Aber es gibt ja den Stadtrat und die Ausschüsse, die so eine Förderung dann auch mit, sagen wir mal, bestimmen. Und in anderen Themen machen wir das jetzt so. Ich habe gerade im Behindertenbereich, bei der Ausladung der Werkstufenklassen, ist es auch ein Träger, ich sage es mal, nicht favorisiert worden, weil er eben gewisse Werte nicht umsetzt. Und das ist, sage ich mal, eine demokratische Entscheidung, die im Stadtrat fallen muss. Ich würde mich da jetzt nicht einmischen, aber ich denke, es muss immer eine Gesamtsicht geben. Ne? Was hat er an Leistungsangebot, aber ist auch in der Lage, die Ziele und Werte die zu vermitteln, die wir als Stadt auch in dieser Arbeit vermittelt haben wollen. Gut. Jetzt eine allgemeine Frage. Was können, sollten die Bürger für eine weltoffene und sozialgerechte Stadt auch selbst tun? Eine Stadt lebt ja auch nicht nur von der Stadtverwaltung, sondern auch von den Bürgern selber. Das ist richtig. Eigentlich würde ich mir wünschen, dass der ein oder andere Chemnitzer mal für eine gewisse Zeit woanders lebt, wo er mit seiner Art und Weise, seiner Lebensform oder von seinem Aussehen nicht in der Mehrheit ist. Ich kann eine persönliche Geschichte erzählen. Ich war Anfang der 90er Jahre Student in London, und zwar im Osten von London. Da können Sie sich vorstellen, dass ich da nicht unbedingt, ich sage mal, das Role Model war. Aber diese Zeit hat mich auch geprägt, zu sagen, okay, du bist jetzt vielleicht Minderheit und trotzdem kannst du frei leben, kannst dein Leben gestalten und Vielfalt kann was ganz Spannendes sein. Und diese Erfahrung habe ich und haben vielleicht viele andere nicht. Insofern wäre es schön, wenn der ein oder andere zumindest mal gedanklich diesen Perspektivwechsel macht. Manchmal fährt man ja auch im Urlaub und hat dann andere Umgebungen, einfach ein bisschen mehr Gelassenheit und zu sagen, bin ich jetzt in meinem Leben und in meiner Lebensweise gestört oder ist es nur was mir jetzt persönlich nicht gefällt, aber was mir oder was ich nicht anwenden würde, aber was mich eigentlich nicht stört. Und ja, dann gehört manchmal ein bisschen Mut dazu, das auch die Leute anzusprechen und zu sagen, was erzählst du eigentlich hier? Ich würde mir aber wünschen, dass es eben viele Beispiele gibt, dass man eben nicht die stille Mitte hat, die nichts sagt, sondern auch mal dazwischen geht, wenn eine Beleidigung erfolgt oder einfach mal jemanden ermutigt, auch mal was zu sagen. Das würde ich mir wünschen. Ich weiß aber auch, und da muss man so ehrlich sein, dass das nicht selbstverständlich ist und dass es manchmal auch Zeit braucht. Da haben wir hier und da Nachholbedarf, das ist so. Schön. Die Corona-Pandemie hat ja auch die Stadt Chemnitz in die Leidenschaft gezogen, zumindest von den Infektionszahlen nicht ganz so hoch, aber sicherlich bei den städtischen Finanzen sicherlich auch reingeschlagen. Das wäre seltsam, wenn es anders wäre. Sind Sie der Meinung, dass sich das durchaus auch bei der finanziellen Unterstützung für die queere Community nachteilig auswirken kann? Oder ist da, ja, müssen wir damit, können wir dann, müsste man dann mit finanziellen Einschnitten, wie es ja zurzeit auch im Land Sachsen da bestimmt diskutiert wird, rechnen? Also richtig ist, dass die finanzielle Haushaltslage da durchaus angespannt ist. Also man kann das auf den Punkt bringen. Die Einnahmen gehen runter, die Ausgaben gehen hoch. Und das ist natürlich ein Ungleichgewicht. Ich erwarte und erhoffe, dass wir gerade auch vom Freistaat, wo wir als Stadt ja auch durchaus nicht unwesentliche Zahlungen bekommen, dort auch unterstützt werden. Und dann müssen wir gemeinsam Prioritäten setzen. Für mich ist es immer wichtig, dass man sagt, okay, es gibt immer noch Ziele, die man weiter verfolgen würde. Vielleicht ist es mal wichtig, die nächsten Jahre mal erstmal ein gewisses Niveau zu halten, bevor man ein Niveau nochmal aufstockt. Ne? Aber ich denke, das, was an Strukturen aufgebaut worden ist, was auch an Angeboten da ist, dass wir da, sage ich es mal, versuchen, das weitgehend zu halten, das sollte das gemeinsame Ziel sein. Und da muss der Freistaat und vielleicht auch der Bund auch hier ein bisschen mitmachen. Was man weg ist, ist schwierig wiederzufinden. Ne? Jetzt eine Frage zum Thema Regenbogenfamilien. Die sind ein wichtiges Thema für unsere Community und auch allgemein noch in der Gesellschaft. Würden Sie sich dafür einsetzen, dass die Menschen, die in dem Bereich Entscheidungen treffen, geschult werden, eine offene Haltung haben und ja, gleichgeschlechtliche Paare gleichwertig behandelt werden und Adoptionen, ja, soweit es der Stadt Chemnitz beeinflussen kann, genauso möglich wäre wie bei heterosexuellen Paaren? Da gibt es ja zurzeit so ein paar ja, noch Problemchen zu beheben halt.
Also es ist für mich ein Beispiel einer ganz normalen Lebensform, auch hier in Chemnitz. Ich kenne auch in meinem persönlichen Umfeld ja durchaus Leute, die dieses, sag ich mal, Familienmodell leben. Was das Thema Adoption betrifft, weiß ich, dass es auch ein bisschen abhängig ist von den Jugendämtern, wie die das, sag ich mal, sehen. Ich weiß, aus einer Stadt, die hier, ich sag mal, nicht allzu weit weg ist, kenne ich ein schwules Paar, was sozusagen auch ein Kind adoptieren konnte und wo die sehr, ja, toll und positiv begleitet worden sind von dem dortigen Jugendamt. Und dann gibt es sicherlich auch andere Beispiele. Ich würde mich freuen, gerade was Sie beim Thema Schulung gesagt haben, dass man sich eben an den positiven Beispielen orientiert und auch mal über den Tellerrand der eigenen Stadt hinausguckt. Und Erfahrungsaustausch und Weiterbildung ist das sicherlich wichtig. Da ist es aber eben auch für eine Verwaltung wichtig, dass wir davon erfahren, wenn der Eindruck entsteht, hier ist ein gewisses Denkschema eingeprägt, was vielleicht nicht ganz so förderlich ist. Das ist für jemanden, der an der Spitze einer Stadt steht, ob als Oberbürgermeister, auch jetzt ich als Bürgermeister, manchmal schwer, weil die Informationen zum Teil nicht zu mir kommen. Und wenn das irgendwie gewährleistet ist, kann man manchmal schneller eingreifen, schneller vielleicht auch mal ein Signal geben. Jetzt eine andere Frage. Wie würden Sie reagieren, wenn eines Ihrer Kinder zu Ihnen kommen würde und den gleichgeschlechtlichen Partner oder Partnerin vorstellen würde? Was wären Ihre Ängste? Genau. Also ich habe ja drei Kinder. Der Große wird jetzt 15 und insofern kommt ja zumindest ein Alter, wo ihn vielleicht das Thema beschäftigt. Die anderen zwei sind noch kleiner. Es wäre für mich kein Problem, dass die Sorge oder die Bedenken, die Sie ansprechen, könnte schon sein, kann er eine gute Entwicklung nehmen, weil eben die Akzeptanz zum Teil hier und da noch nicht so vorhanden ist. Ich glaube aber auch, dass es in einer größeren Stadt wie Chemnitz einfacher ist als zum Beispiel im ländlichen Bereich. Es gibt da Strukturen, es gibt da Gemeinschaften und es würde mich also nicht aus den Socken hauen. Schön. Ja, der CSD in Chemnitz versucht jedes Jahr am Rathaus, wie in anderen Städten schon geschehen, die Regenbogenflagge zu hissen, um Offenheit und Akzeptanz für LGBTI-Menschen zu erreichen. Ist das in der Stadt Chemnitz auch bald möglich, oder? Ich weiß ja, dass es da bestimmte Vorschriften gibt, ob das geht oder ob es nicht geht, mit den Flaggenordnungen. Also mir geht es darum, nicht nur eine Symbolpolitik zu machen, sondern wirklich sich für die Rechte der Community auch mit einzusetzen. Und ich würde mich jetzt nicht unbedingt hinter dem Flaggenhissen verstecken wollen, sondern vielleicht, und dass wir uns vereinbaren, wenn ein Klima da ist, dass die Fahne sozusagen guten Gewissens wehen kann, dann machen wir das. Und Dann nicht zum einmal ja, am Tag, um dann zu sagen, jetzt haben wir was für die Gleichstellung und für die Vielfalt getan. Ich glaube, das wird hier und da auch mal so ein bisschen als Feigenblatt benutzt, wohl dem, es kann auch ein Zeichen sein, aber ich bin da jetzt nicht unbedingt für die Symbole. Schluss noch eine allerletzte Frage. Es gibt also diverse Vereine, die sich halt für LSPDI in der Stadt stark machen und auch darüber hinaus. Und welche kennen Sie jetzt? Also zumindest vom Namen her. Also ich kenne Different People. E.V. Das ist sagen wir, ein Verein, den ich sehr, sehr schätze und auch die Personen kenne ich zum Teil auch persönlich. Ich glaube auch hier der Landesverband der Lesben und Schwulen ist da jemand, der sich einbringt. Und natürlich gibt es in verschiedenen Parteien auch Arbeitsgemeinschaften, die sich speziell dieser Thematik widmen. Und da ich von der SPD komme, kenne ich die AG Queer natürlich und weiß, dass da auch ganz engagierte und tolle Menschen dabei sind, unterschiedlicher Altersgruppen übrigens. Das ist ja, glaube ich, wichtig. Ja, das sind so mal die ich mir entnehmen kann. Es gibt daneben noch so ein paar kleinere Initiativen und dann halt noch auch die Queerschläger, der sich halt dann auch eben aus dem Sportbereich befindet. Also die sind jetzt auch sichtbar, aber führen halt dann eher ja, von der Politik eher losgelöstes Leben und sind halt dann auch trotzdem mit uns sehr vernetzt. Gut. Wir danken für das Interview, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und würden auch unabhängig jetzt von der Kandidatur gerne mit Ihnen und allen anderen natürlich in Kontakt bleiben Sehr gerne. und freuen uns, wenn der Wähler sich für eine vernünftige Wahl entscheidet und ja, werden dann sehen, was am 20. September rauskommt. Wir drücken Ihnen natürlich auch die Daumen, das gesamte Team des Alles Sachsen und auch alle anderen Queer-Vereine von Friend People und ja,
sehen, was die Zukunft bringt. So ist das. Vielen Dank, alles Gute. Und ich denke, es ist wichtig, dass man miteinander redet, im Kontakt bleibt, weil voneinander wissen und sich zu vernetzen ist eine ganz wichtige genau. Ressource auch für die Stadt wie Chemnitz. Genau.